Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Uncut-Kanal. Ich bin wieder am Start auf jeden Fall auf meinem Uncut-Kanal. Heute zocken wir, oder beziehungsweise ich möchte jetzt hier eine Serie anfangen, nämlich auf Empfehlung von Remy. Von Remy wurde mir es halt empfohlen, hier ein Let's Play zu machen, weil ich wollte eh einen älteren Harry Potter, ja, Spiel mal spielen und ja. Ich bin hier bei Harry Potter und der Stein der Weisen, ein Klassiker, Leute. Es ist jetzt nicht der hundertprozentige Klassiker, es ist die PS2-Version von 2003. Es gab noch die PC-Version, aber PS2-Version soll auf jeden Fall ein bisschen interessanter sein. Ich bin hier auch an der PlayStation 2, deswegen wundert euch nicht wegen der Qualität. Das müssen wir jetzt nochmal durchstehen, aber es ist, denke ich, ein geiles Let's Play, was ich hier machen werde. Und wenn euch das natürlich gefällt, bringe ich da auch ja mehr Spiele von Harry Potter. Aber ich würde sagen, wir spielen jetzt hier gleich mal auf Deutsch. Ich mache mir hier noch eine Made auf und dann würde ich sagen, können wir jetzt hier mal mit dem Let's Play loslegen. Der sternenklare Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen würden. Endlich, Hagrid. Und wo hast du dieses Motorrad her? Wie Dumbledore einfach Professor aussieht. Dumbledore. Keine Probleme? Nein, Sir. Das Haus war fast zerstört, aber ich habe ihn rausholen können. In einem Bündel steckte ein Baby. Harry Potter. Der Junge, der überlebte. Die darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei den furchtbaren Dursleys. Tante Petunia, Onkel Vernon und Dudley, seinem Cousin. Eines Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief, die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Ja, das war jetzt leicht vereinfacht dargestellt, aber ich denke, die meisten kennen hier den Film. Wenn ihr den noch nicht kennt, gibt gerade den, oder gibt gerade, glaube ich, alle Teile auf Netflix. Und ja, das war jetzt hier quasi so ein bisschen der Prolog und wir gehen einfach mal ein bisschen ins Spiel rein. Das Spiel wird, soweit ich weiß, nicht ungefähr von der Handlung immer so sein wie der Film, aber Hab ich dir natürlich doch die gesagt, wichtigsten oder? Hab dir Ereignisse doch gesagt, orientieren dass sich du natürlich berühmt am Film. bist. Professor Quirrell, Harry, Professor Quirrell ist einer deiner Lehrer in Hogwarts. B-B-B-Potter, Potter. ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich mich freue, Sie zu treffen. Welche Art von Magie lehren Sie, Professor Quirrell? Verteidigung gegen die dunklen Künste. Nicht, dass Sie es nötig hätten, oder? Potter? Sie besorgen sich Ihre Ausrüstung, nehme ich an. Ich muss auch noch ein neues Buch über Vampire abholen. Müssen weiter. Haben eine Menge einzukaufen. Komm, Harry. Drei nach oben, zwei zur Seite. Gut, einen Schritt zurück, Harry. Oh, und da öffnet sich die Winkelgasse, wie man es aus dem Film kennt. Auf jeden Fall. Willkommen in Aber der Harry Winkelgasse. ist echt klein, muss man sagen, neben Hagrid. Nur dein Zauberstab fehlt noch. Ach ja, und ich habe immer noch kein Geburtstagsgeschenk für dich. Hallo? Guten Tag. Ah ja. Hab mir gedacht, dass Sie bald vorbeikommen, Harry Potter. Sie haben die Augen Ihrer Mutter. Es ist, als sei sie erst gestern hier gewesen, um ihren ersten Zauberstab zu kaufen. 10¼ Zoll, geschmeidig, Weidenholz, hübscher Stab für bezaubernde Arbeit. Ihr Vater wollte lieber einen Zauberstab aus Mahagoni. Nun, ich sage, Ihr Vater wollte ihn. Im Grunde ist es der Zauberstab, der sich den Zauberer aussucht. Nun zu Ihnen, Mr. Potter. Fangen wir an.
Wenn Sie mir bitte folgen würden. Sehen Sie sich um, Mr. Potter. Nehmen Sie einen Stab in die Hand. Wir werden sehen, ob es der richtige für Sie ist. Ja, und da sind wir jetzt hier im Spiel. Ich verlasse das hier mal. Und ja, ihr habt auch schon gesehen, grafisch ist es natürlich, wie ich schon gesagt hatte, nicht besonders wegen des ganzen Flackern hier. Aber wir werden uns, denke ich mal, dran gewöhnen und wird wahrscheinlich ganz nett sein. Aber ja, wir müssen uns das hier irgendwie in Zauberstab raussuchen. Elfenbein und Einhornhaare. 8,5 Zoll. Federnd. Stellen Sie sich auf dieses Podest, um Ihren Stab zu testen. Gut, dann machen wir das mal. Ja, drücke ich einfach hier mal Dreieck. Oh Gott, das war der Falsche. Ja, es war der Falsche. Aber so eine Szene kennt man auch aus dem Film. Wo ist jetzt hier noch ein Zauberstab? Elfenbein und Einhornhaare. 8,5 Zoll. Federnd. Dann gehen wir wieder hier hoch. Und ja, testen den mal wieder. Weiß jetzt nicht, ob jetzt hier was Besonderes passiert ist. Probieren Sie einen anderen Stab. Okay, probieren Sie einen anderen. Der war wohl auch wieder nichts, aber da hat er halt nichts gesagt. Dann nehmen wir Elfenbein und Einhornhaare. 8,5 Zoll. Federnd. Probieren Sie einen anderen Stab. Ja, mit dem was. Der Versuchen war wohl hier Sie auch einen nicht der anderen. Richtige. Nehmen Sie einen in die Hand, dann werden wir schon sehen. Aber wo liegt denn jetzt hier noch ein anderer? Hier ist keiner mehr. Hier. Oder doch, ist hier einer? Nee, hier ist keiner, den ich nehmen kann. Elfenbein und Einhorn. Da liegt hier noch irgendwo anders einer. Das ist halt mit der Steuerung ist gerade echt anstrengend. Nee, hier ist keiner, weil es hier halt so leuchtet. Deswegen gucke ich. Den hier kann ich auch nicht nehmen. Buchenholz und Drachenherzfaser. Nehmen wir uns den mal. 9 Zoll. Handlich und biegsam. Jetzt hat er auf jeden Fall was anderes gesagt. Ich würde erstmal sagen, es klingt gut. Ah, nee. Nein, nein. Das war wohl auch nicht so richtig. Elfenbein und Einhornhaare. 8,5 Zoll. Federnd. Ich probiere es jetzt nochmal mit denen, obwohl wir den schon hatten. Nee, aber der ist nichts. Aber was für einen Stab soll ich denn jetzt hier noch nehmen? Ich hatte doch jetzt hier schon alle. Ja, aber Leute, tut mir auch leid wegen der schlechten Kameraperspektive hier, aber das ist hier echt kompliziert, das zu steuern. Aber wir müssen jetzt hier ein weiterer Zauberstab. Stechpalme und Ach so, jetzt plötzlich wieder ein Antrag. 11 Zoll. Ach Leute, ich Handlich bin so dumm. Und geschmeidig. Ich glaube, ich muss die Zauberstäbe immer hier rausnehmen. Und ich laufe hier natürlich durch den Raum und... Oh Gott. Hoffentlich ist es der jetzt hier, der große Bringer ist. Aber hört sich schon von Sounds an. Ja, das hier wird Harrys Zauberstab sein. Wie seltsam. Ganz seltsam. Verzeihung, aber was ist seltsam? Ich erinnere mich an jeden Zauberstab, den ich verkauft habe. An jeden einzelnen. Der Phönix, dessen Schwanzfeder in Ihrem Zauberstab steckt, besaß noch eine andere Feder. Nur eine noch.
Es ist schon sehr seltsam, dass Sie für diesen Zauberstab bestimmt sind, während sein Bruder Ihnen diese Narbe beigebracht hat. Wirklich merkwürdig, wie die Dinge zusammentreffen. Der Zauberstab sucht sich den Zauberer. Wir haben Großartiges von Ihnen zu erwarten. Schließlich hat auch er, dessen Name nicht genannt werden darf, Großartiges getan. Schreckliches ja, aber Großartiges. Bitte holen Sie das Zauberbuch dort hinten. Sie werden es noch brauchen können. Hier drüben, Mr. Potter. Ja, jetzt müssen wir so einen Jump'n'Run machen, auf jeden Fall. Bewege Harry seitwärts an der Mauer entlang um schmale Vorsprünge. Okay. Auf jeden Fall wäre mal interessant, wie ich hier springen kann. Oder meinte der das hier? Ja, weil es ja auch auf PS2 ist, ist es mit der Steuerung gerade echt ein bisschen los. Deswegen drücke ich erstmal alle Tasten. Aber ach so, hier muss ich. Spinatgeschmack. Ich dachte, hier komme ich nicht durch, weil Harry einfach zu fett ist, aber na klar. Fischig. Pfefferminz. Oh, wir sammeln jetzt diese Bonbons oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie die heißen. Ich bin jetzt auch nicht so ein Harry Potter-Experte, muss ich sagen. Aber die Filme sind hier dann drüben, doch ganz Mr. nice. Potter. Nein. Oder war es doch nicht so schlecht, dass ich hier runtergefallen bin? Ich laufe hier einfach mal ein bisschen rum. Hier mal auf jeden Fall. Harry kann leider... Pfefferminz. Leber. Gut, dann kann ich da auf jeden Fall jetzt hier hoch, wenn das mit den Leitern klettern so funktioniert. Ich muss hier erstmal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Oh, es gibt eine Kamera-Reset-Taste. Das ist geil. Das löst ein bisschen das Steuerungsproblem. Fischig. Was ich meinte. Sardinengeschmack. Aber ich scheitere hier einfach schon beim ersten Jump'n'Run, aber wenn ihr das hier auch spielen würde, dann würde ich auch merken, dass es mit der Steuerung ein bisschen veraltet ist. Aber oh, hätte ich Harry jetzt hier fast getötet. Das wäre belastend. Kann doch jetzt hier auch mit X springen. Und hier die Kamera richtig einstellen, dann müsste ich doch auch hier springen können. Aber der will hier die ganze Zeit, der will das nicht. Das Spiel möchte mich hier lang führen. Hey, jetzt macht er hier wieder die Kamera falsch. Ja gut, Kokosnuss. Ich hätte einfach springen können. Ich kletter hier die ganze Zeit so los lang. Pfefferminz. Und naja, die Lösung war doch so einfach, aber ja. Spinatgeschmack. Das ist hier halt ein relativ chilliges Let's Play. Ich hab das Spiel noch nie gespielt. Ah, jetzt habe ich hier wieder gelabert und wäre fast hier runtergefallen. Aber es ist ein relativ chilliges Let's Play, deswegen gehe ich jetzt hier ein bisschen entspannter an die Sache ran. Och Mann! Jetzt kommt das Ding hier einmal raus. Schokolade. Pfefferminz. Aber auch das mit diesem Kamera-Reset-Ding, also das Toast. Funktioniert noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Oh, hätte ich jetzt den Jump nicht geschafft, das wäre belastend gewesen. Besitzen Sie das Zauberbuch, beherrschen Sie Flipendo, den weichen Zurückfluch. Besitzen Sie das Zauberbuch, beherrschen Sie Flipendo, den Achso, hier ist das Zauberbuch. Ich dachte, der gibt mir das jetzt. Ja. War gerade wie ein bisschen lost, aber. Naja, ich habe ja die Ausrede, dass es hier auf einer alten Plattform ist. Das nicht so gut erkennt, auch grafisch. Ah, bravo. Ja, in der Tat, sehr gut. Ja, sehr, sehr gut, gut hat Harry gemacht, das hier auf Mr. jeden Fall Potter. Gemacht. Ja, gut gemacht, Mr. Potter, auf jeden Fall. Besitzen Sie das Zauberbuch, so. Beherrschen Sie den weichen Zurückfluch.
Ja, das hast du schon gesagt. Hinweis, du verfügst jetzt über den Zauber Flipendo. Weise ihn, oder ja, den Tasten zu, indem du die entsprechende Taste drückst. Zauber und Ausrüstung kannst du auch im Inventar speisen. Ah, okay. Das kann ich auf jeden Fall machen. So, Flipendo. Der weiche Zurückfluch ist wohl der nützlichste Zauber überhaupt, da du damit einen Gegner oder einen Gegenstand nach hinten schleudern kannst. Auch kannst du mit Flipendo magische Hebel bewegen. Mit R1 kannst du den Zauber auf ein Ziel ausrichten. Gut. Dann würde ich auf jeden Fall Flipendo mal auf... Ja, legen wir es mal auf Kreis und dann schließe ich das Buch mal. Bitte folgen Sie mir. Aber das war so asozial gerade von dem Dude, dass der einfach die Tür zugemacht hat, obwohl er wollte, dass ich ihm folge. Hinweis, bestimmte Gegenstände wie Glasgefäße können mit Flipendo zerstört werden, um Boni freizuschalten oder Schalter zu finden. Naja, good to know. Bestimmte Gegenstände können durchsucht werden, ja. Gut. Und? Muss ich, ist das eine Übung? Schokolade. Ja. Gut, das Ding konnte ich auf jeden Fall wegmachen. Und das soll ich hier wahrscheinlich jetzt ein bisschen untersuchen hier. Widerlich. Die schmecken nach Erbrochenem. Aber irgendwie muss ich hier die Tür aufkriegen. Ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, was ich machen soll. Weil hier halt so wenig Anweisungen gibt. Deswegen durchsuche ich erstmal hier alles. Kutteln. Curry. Spinatgeschmack. So, Leute, ich kann ja auch drunter durchkriechen.